Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Bilster Berg. Dieses Jahr ist wieder PS Days, die Messe in Hannover. Die PS Days haben eingeladen. Wir dürfen zusammen heute hier einen Track Day machen. Ich glaube, Nico hatte gerade schon ein bisschen Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß, ja. Für die, die richtig schnell sein wollen, ist das immer schlecht. Für die, die Spaß haben wollen, ist das einfach geil. Was machen wir heute? Keine Ahnung. Es sind so ungefähr 80 bis 100 Autos hier. Das eine oder andere bekannte Gesicht ist auch dabei. Jeder hat einfach nur Spaß. Jeder ist mit seinem Auto hier. Egal ob SUV, Bus, Coupé oder Sportwagen. Es darf jeder auf die Strecke. Jeder soll einfach nur Spaß haben. Genau das werden wir tun. Schnappen wir uns mal direkt vielleicht den schnellsten. Tim, vielen Dank, dass ich gleich einmal bei dir in dem Auto mitfahren darf. Ja, gar kein Problem. Eins meiner Traumautos, E92 M3. Ich glaube, man kann es beschreiben als Full-Spec. Ja, doch, das stimmt. Gibt es irgendwas, was nicht umgebaut ist? Nee, so an sich nicht. Aber die einzige Steigerung jetzt dazu wäre noch ein 4-4er, also ein Stroker. Mhm. Aber sonst ist eigentlich alles gemacht. Das heißt, wir reden hier, weil es ist schon noch ein Kennzeichen dran. Ist schon noch alles umgebaut oder alles es schon ist halt, noch? Genau, aber alles mit TÜV halt. Ne? Also es gibt auch für alles Papiere, klar, halt mit Sonderabnahmen, ne? Mit diesen berüchtigten 21ern und oben am Ring, weil die TÜV-Prüfer sich da halt drauf spezialisiert haben, solche Sachen zu machen. Und, aber das hat alles TÜV, sogar die Achsstanderweiterung. Also der Achsstand ist auch gegenüber einem normalen E92 M3 1,8 cm länger. Das heißt, die Räder stehen weiter auseinander? Genau. Also du siehst das auch. Vorne steht er nicht mehr in zentraler Position und hinten sieht man es eigentlich noch viel extremer. Und was ist sonst so der gravierendste Unterschied? Was würdest du sagen, was ist an dem Auto das, was es am meisten so schnell macht? Also was so das ist tatsächlich der Achsstand. Ist echt der Achsstand, ja. Der so... Man sagt ja, beruhigt die Länge läuft. Ja. Ne? Du hast halt dadurch, dass der Achsstand länger ist, viel mehr Ruhe im Auto. Was natürlich hier an manchen Passagen ein bisschen zum Nachteil ist, wie jetzt gerade nach Start und Ziel, die erste Passage, du musst das Auto extrem zusammenstauchen und dadurch fängt er so ein bisschen an zu klemmen, weil halt der Achsstand durch die 1,8 cm etwas länger ist, aber ansonsten hat man dann überall super Ruhe. Ne? Das heißt Leistung 420 per Serie, der wird dann jetzt irgendwas hier 450, 470 so? Wir haben beim Schmickler gemessen, ich glaube knapp 459, 460 PS hat er jetzt, scharfe Nocke und Carbonansaugung. Und sonst natürlich Zelle, Makrolon, Carbon. Genau. Also, ist der auch breiter oder ist das Serienbreit? Nee, das ist tatsächlich Serienmaß. Ne? Krass, ne? Dass die so breit sind, diese Autos. Ne? Das ist unglaublich, weil auf dem Level ein Auto zu finden, was nicht verbreitert wurde, ist halt schon krass. Ne? Ja. Was bist du zeitechnisch hier bisher gefahren? 1,45, 8 oder 9 war das. 1,45. Also, ich glaube, das ist schon ganz stramm. Also als Erinnerung, meine Bestzeit mit Arbeit ist 1,51. Das sind 6 Sekunden. 6 Sekunden ist für dich wahrscheinlich so eine Kaltfahrrunde, die du dann automatisch langsamer bist. Ne? Also um 1,51 hier mit da zu fahren, musst du dich schon anstrengen, langsam zu sein, so ungefähr. Also jetzt einfach im Regen bin ich vorhin 1,50er Zeiten gefahren. Oh ja, ist ja dekadent. Mit Regenreifen. Aber eigentlich bist du Nordschleifenfahrer. Ja, komplett, durch und durch. So wie er jetzt, Touri-Fahrten gib ihm. Ja, außer halt ohne Slicks. Ja, da müssen dann natürlich Semi-Slicks drauf. Aber und das macht das Auto so mit oder bist du auch viel am Schrauben? Nee, gar nicht. Tatsächlich null. Das Einzige, was jetzt letztes Wochenende kaputt gegangen ist, nach 12 Jahren aktiver Nordschleife, ist das Lenkgetriebe und davon die Pumpe. Wie kommt es, dass du lieber einen M3 und nicht zum Beispiel irgendwie einen GT3 fährst oder so? Die Emotion. Also, ist echt so? Ja, also ich bin letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal 991.1 GT3S mit Manta-Fahrwerk gefahren. Das ist auch super, super schnell. Aber ich sag dazu mal, das ist fast wie PlayStation fahren. Einlenken, Gas geben und das Auto macht fast alles von ganz alleine. Weil du wirst ja mit dem Auto schon, keine Ahnung, 10, 20, 30, 50.000 Kilometer wahrscheinlich gefahren sein, so viel wie du immer unterwegs bist. Das Auto hat 96.000 Kilometer Nordschleife runter. Also jetzt nicht alle von mir gefahren, aber... Wo ist Tommy? Das ist Langstreckentest. Ne? Also er kann sagen, das Ding hat TÜV verdient so ungefähr. Ja, also das fährt. Ne? Also klar, was wir natürlich machen, Service ist das A und O. Ne? So wie du das Auto so behandelst, so behandelt es dich ja selber auch, was Reparaturen und sowas anbelangt. Ist ein DKG.
Ja, ist umgebaut. War vorher Handschalter. Ist DKG viel schneller oder macht das gar nicht so einen großen Unterschied? Ja, schon. Eigentlich doch. Weil du hast halt viel mehr Ruhe und du hast halt den gravierenden Unterschied. Bei einem Handschalter kannst du ja nicht mal eben in der Kurve einen Gang runterschalten. Gerade bei einem Hecktriebler, weil du das Heck sofort entlastest und dadurch Unruhe reinbringst. Und hier kannst du halt die Autos schön in die Ecken reinbremsen. Und wenn du in der Ecke bist, sogar noch teilweise einen Gang runterschalten, weil der nicht diese Entlastungsphase hat durch das Doppelkupplungsgetriebe. Das heißt, die einzige Möglichkeit, hier noch schneller zu werden, ist definitiv Motor, irgendwie ja, mehr Hubraum, mehr Leistung. Genau. Ja, was man dann natürlich machen kann, man kann einen kompletten GTR-Breitbau machen, dass du auf jeder Seite dann halt noch, was weiß ich, 10 cm gewinnst, wie damals die GT3s halt waren. Und, was wiegt so ein Auto hier? Bei dem sind wir aktuell, glaube ich, bei 1410 Kilo. Mit Handschalter ist halt leichter, ne? Da war der 1300. Ja, genau. Geil. So genau habe ich die Werte jetzt nicht mehr im Kopf. Es wird auch langsam trocken. Ja. So, das heißt, wir schmeißen es mal rein. Ich hole noch einen Helm, weil genau. Auf jeden Fall Helm mit Helm an den Weg gebe ich. Ja, weil wir sind ja jetzt auch nicht gerade die Kleinsten. Und je nachdem, wenn halt eine doofe Welle oder so kommt, dann kann man ganz schnell oben mit dem Kopf mal anschlagen. Weil, was man bei dem Auto einfach nochmal sagen muss, dass wir reden hier von einem M3, der mittlerweile auch 15 Jahre alt ist, der aber schon Zeiten wie ein aktueller GT3 ist definitiv wert. Also gut, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, dieselben Fahrer vom Skill-Level, kann natürlich einen E92 nicht mit so einem 992 oder sowas mithalten. Weil ich glaube, damals der Rekord war BTG mit Slicks eine 6,59 und ich bin im Vergleich bin ich mit Semis im Touri-Verkehr 7,0. Ja. Also ich glaube, Mantai war mit dem GT3 RS hier auch 1,44 glaube ich gefahren. 1,43 der Lars Kern. 43 oder so. Genau. Ne? So, und da sieht man ja klar, 2 Sekunden sind eigentlich Welten. Ja, ne? Aber das muss dann hochrechnen. Ja, die Nordschleife. Es ist ja auch kein Originaler, sondern auch Mantai in dem Fall. Genau. Ne? Deswegen finde ich das schon beachtlich. Also das kann man schon mal so sagen, weil es gibt auch viele Autos, die kann man einfach gar nicht so schnell tunen. Mm-mm. Aber hier war es definitiv möglich. Du hast natürlich hier, um das Ding schnell zu machen, einen viel, viel größeren Aufwand, jetzt sage ich erstmal beim Porsche. Ne? Was kostet so ein Umbau ungefähr, wie er steht? Oh, das ist jetzt über die Jahre, aber... Ja, also wenn du jetzt angenommen, du willst ein neues Auto nehmen und würdest ihn jetzt nochmal genauso bauen, wahrscheinlich irgendwie so 100 oder so, gehen da schon rein, ne? Ja, so. So in dem Dreh, ne? Weil alleine eine gute Zelle, 2 Sitze, Bremse, Felgen, so, ne? In dem Dreh schon. Ja, ja. Also gut, hier ist natürlich das jetzt über die ganzen Jahre und bei einem Hobby ist das natürlich so, dann explodiert das manchmal, ne? Man ist ja dann, soll erst entspannt werden und dann wird das dann doch die ganz harte Nummer. Ja, und gerade wenn man dann so viel fährt, wie du natürlich erst recht. Ja, doch. Also es war früher mehr, aber mit Frau und Kind wird das dann halt stetig ein bisschen weniger. Bald doch R6 Kombi. Oder M3 Touring. Okay, let's go, ich hole mal Helm. Wenn das zu wild ist, Philipp, sagst du mir bitte sofort Bescheid. Ne? Nee, da bin ich entspannt. Jetzt, wo ich einen Helm auf hab. Steigen wir uns.
Game Changer. Also wir sind einfach so beim Warmfahren 1,478. Das war aber wirklich noch Warmfahren, kann man schon so sagen, ne? Ja, doch. Und dann hatten wir wirklich keine einzige Runde, sondern es war wirklich immer so, dass irgendwo immer Verkehr zwischen war, ne? Also da war wirklich noch Luft ohne Ende, ne? Aber krank, wie gefühlt das sicher das Auto fährt, ne? Ja gut, das ist natürlich alles Einstellungssache. Also da haben wir auch ein bisschen dran rumgefuchtelt, weil jeder Fahrer ist natürlich unterschiedlich, fährt andere Setups, weil der eine lenkt aggressiver ein als der andere. Und ja, den haben wir jetzt eigentlich so eingestellt, dass er auf unsere Fahrstile passt. Wie würdest du deinen Fahrstil beschreiben? Schon sehr aggressiv. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der typische Formelfahrer, sagen wir es mal so, sondern eher Richtung Tourenwagen, die Curbs radikal mitnehmen und eigentlich jetzt nicht der schonendste Fahrer. Mhm. Ne? Aber auch geworden über die Zeit, wenn man halt rauskommt. Ne? Weil ich fand es schon extrem rund und gar nicht so krass aggressiv. Ne? Also gut, es gibt natürlich, da ist ja nochmal die Spreu vom Weizen. Ne? Klar, man kennt jetzt natürlich aggressiv, die jetzt, sag ich mal, immer sitzen am Lenkrad wie Donkey Kong, brutal einlenken und das. Aber wenn jetzt unter den Rennfahrern hast du halt, gibt es ja nochmal einen unterschiedlichen Stil. Für die einen sieht das jetzt rund aus, wie du es gerade sagtest. Und wenn du jetzt aber einen Formelfahrer gegen mich vergleichst, dann siehst du, dass er noch mal weicher einlenkt. Ne? Das sind dann so Nuancen. Ich fand extrem krass, wie viel du am Korrigieren bist. Also sowohl schon auf der Bremse, also das Bremse ist eben als Beifahrer das Krasseste, weil also ohne Gurt knallst du einfach durch die Frontscheibe. Ja, aber ich bremse auch mit links. So. Das kommt noch on top. Und dann wirklich dieses so beim Bremsen und so dieses ganz genaue Navigieren, wo das Auto halt hin soll. Ne? Ja, der Grenzbereich ist ja nichts anderes eigentlich als eine Definition eines kontinuierlichen Rutschens. Also du rutscht das Auto ja über alle Viere, so ganz leicht. Das ist, im Auto ist es spürbar, aber von außen eigentlich gar nicht so bemerkbar. Einfach krass. Also wirklich einfach mega geiles Auto, wirklich eine Erfahrung fürs Leben. Also ich hatte auch gar keine Angst. Ja, das ist die Hauptsache. Also wirklich, weil es immer noch so linientechnisch ich auch ja so bemerkt habe, wo halt noch ein bisschen Luft ist und wo keine Luft. Und ich finde, der fährt extrem ausgeglichen. Ja. So, also wirklich auch so, also man hört akustisch schon, wenn das Heck gleich kommen will und du aber schon wieder im Fuß so ein ganz bisschen runtergenommen hast. Also geil. Und das ist natürlich auch wieder geschuldet an dem längeren Ackstand. Mhm. Das Auto war vorher nicht so berechenbar, wie es jetzt ist. Da kam das Auto sehr plötzlich mit dem Heck geflogen. Und hier kündigt sich das leicht an. Weil auch Kuppe über Mausefalle, einfach Vollgas. Einfach richtige Linie finden. Das geht natürlich auch nur genau, wenn du so fährst. Ja. Und dann wirklich einfach rüber. Ne? Also wirklich geile Nummer. Vielen, vielen Dank. War eine Erfahrung. Mega Auto. Wieder gerne. Und, also ich weiß nicht, ob ich mich das Nordschleife trauen würde. Doch, easy. Also hier ist es ja radikaler. Nordschleife hast du ja viel mehr Flow drin. Du stauchst das Auto ja nicht so zusammen, wie du es hier auf einem Grand Prix-Kurs tust. Aber schon krass. Ja. Meine Erfahrung zu leben war der. Ich bin gerade E92 M3 gefahren. Hm. Ich sag dir, wenn du da eine Runde mitfährst, ist hier. Also verkaufe nicht, weil du verkaufst ja auch nichts, aber dann würdest du hier 1000 PS Lader machen. Ist echt einfach so, nur driften, geradeaus fahren und so weiter und E92 für die Strecke kommen. Weil es so krass fährt, ja? Ja, es ist einfach. Also klar, das war jetzt natürlich auch die Königsdisziplin. Wir sind 1,478 gefahren, so aber gefühlt in der zweiten Runde einfach so beim Draufrollen. Ne? Unfassbar. Kein Luftdruck geguckt, gar nichts. Ne? Also wirklich nur passend rausgefahren. Dann stand schon die ganze Zeit minus 1, minus 2 und so weiter. Also der wäre irgendwas 45, 46 weit gefahren, aber war keine saubere. Einfach so. Also war keine Fahrfehler, sondern war immer Verkehr. Ne? Verkehr. Wirklich mit einer Stabilität, wie der durch dieses Infield durchfährt. Ne? Mhm. Das kann man auch gar nicht beschreiben, weil es muss diese Kombination aus V8 vorne und genug Traktion hinten sein. Der zieht das einfach mit Last durch. Krass. So, ne, wirklich. Und dann sobald es ein bisschen, der kann zum Beispiel über die Kuppe nach der Mausefalle voll Last rüberfahren. Ja, das kann ich vergessen. Geht nicht. So, geht nicht. Ich meine, Alter, mal so eben kurz, das wäre 1,45 zu zweit geworden, vielleicht im besten Falle? Denke ich mal schon, ja. Also seine Bestzeit hier ist 45. Okay. So, ne? Aber mittlerweile auch ein bisschen umgebaut. Wir müssen da unbedingt mal hinfahren. Hier Karl von Custom Race Tech, der bringt die Autos her, die wartet. Die haben noch so einen krassen M4 gebaut. Mhm. Der soll dagegen nochmal die Oberliga sein, weil er halt Leistung hat. Okay. Ne? Aber dieser V8 einfach Sauger, so dass wie früh der auf dem Gas ist, wie das Auto einlenkt, ist, weiß nicht, kann man auch gar nicht beschreiben. Weil es ist als Beifahrer war das heute die sicherste Beifahrerfahrt, die ich hatte. Also man merkt schon, aber dass das gefühlt 30 Sekunden schneller als Arbeit. Krass. So, ne? Dafür, dass es jetzt verhältnismäßig nur 4-5 Sekunden waren, sind es gefühlt 20.
als Beifahrer, ne? Weil das Ding so über die Curbs geht und so überall geradeaus durchfährt. Da muss ich auch mal die Chance ergreifen. Ja, mal wirklich. Mich also heute hat es leider ein bisschen zu viel geregnet, konnten wir gar nicht so viel fahren. Aber da sage ich dir wirklich, weil ich kenne dich ja auch, wird dein Leben verändern. Du wirst auf dem Rückweg Mobile aufmachen. So, und dann haben die alle so eine scharfe DKG-Software drauf, wie das Ding so runterschallt. Und die knallen die Gänge dann so rein. Ne? So, und dann fährst du die Mausefalle hoch und das Ding ist schon hinten voll Kompression und auf Block und trotzdem knallt er dann noch so den Gang da hoch. Ne? Vor allem das Getriebe Serie, ne? Ja, Serie. Serie, ne? Ja. Wirklich. Akustik V8 halt auch cool so, in der dann, Kiste. Ne? Dann halt links bremsen, weil du brauchst halt keine Kupplung mehr. Ne? Und dann die ganze Zeit so am Korrigieren und wie er so gezielt durchfährt, wirklich. Und am aller krassesten, aber okay, das ist bei solchen Autos immer, ist halt Bremse. Ne? Wirklich, du wirst so in diesen Gurt rein katapultiert. Also ist halt auch super sicher auf der Bremse dann halt, ne? Gar nichts. Also der fährt wirklich wie, also gefühlt, also du wirst halt die Pace nicht mit einer Hand fahren können, weil du die Linie nicht triffst, aber sonst so wirklich. Krass. Fühl ich krank. Ja, erzähl mal. Achsvermessung, Polybauer, neue Fahrwerk haben wir ja neulich noch gemacht, ne? Ja, genau. Das war jetzt eigentlich so erstes Rollout. Es hat ja wirklich jetzt den ganzen Tag eigentlich geregnet. Mhm. Erstes Feedback, gut. Also arbeiten noch nicht an der Grenze gebracht, weil da war jetzt einfach, da ich hier keine Ausrollmöglichkeit habe und die Ideallinie nur wirklich trocken war, ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie mal kurz aufs Nasse zu kommen und dann das Ding irgendwie wegzuschmeißen. Ne? Aber so erstes Feedback schon das, auf jeden Fall ein anderes Auto. Das Coole tatsächlich ist, mit den Slicks ist das gar nicht so schlimm außerhalb der Ideallinie, wenn es noch ein bisschen nass ist, okay. Aber nur wenn sie warm sind. Das Problem ist, solange es noch so halb trocken ist, dann ist es halt, immer schwierig. Ne? Das wollte ich jetzt. Fühlen sich schon griffig an, ne? Das wollte ich jetzt so nicht. War das das erste Mal mit Slicks fahren? Nee, du warst schon mal mit Slicks. Schon mal, aber alte, das sind jetzt halt neue, ne? Ja. Das sind brandneu. Und? Also, so vom Bremse. Ja, fühlt sich schon sehr, sehr sicher an. Ja, es fühlt sich sehr, sehr sicher an. Und Fahrwerk, was gemerkt? Ja, doch, schon. Ist schon also so. Gerade die schnellen Passagen aus der Mausefalle hoch, ist das Ganze viel stabiler geworden. Mhm. Also man merkt das schon, obwohl ich heute noch lange nicht da fahren konnte in dem Bereich, wo ich eigentlich ganz gern fahren würde. Jetzt erstmal ein bisschen vertraut machen mit dem neuen Setup. Ne? Und sonst so mit Spur, Sturz, Achsvermessung? Ich würde sagen, dass man merkt sofort den Unterschied. Mhm. Also, weil er besser einlenkt oder? Alles, auch sicherer auf der Bremse. Es ist eigentlich alles. Man hatte das Gefühl auf der Bremse, dass es so ein bisschen eierig wird. Ja. Das ist halt alles weg. Mhm. Also das fühlt sich schon echt gut an. Und du wirst ja noch nicht mal am Fahrwerk auch jetzt umgedreht haben. Ne? Das wird jetzt erstmal so, out of the box, genauso wie es Salem mitgebracht hat. Ja, das ist bei unseren Autos leider das Problem. Das sehe ich beim E92. Mhm. Der hat 96.000 Kilometer Nordschleife. Na, das ist krass. Kein Spaß. 96.000 Kilometer Nordschleife. Wir kümmern uns halt immer zu viel um das Herz davon, ja, statt zu fahren. Das ist so, deswegen fahren die Dinger auch so sicher, weil wenn du 96.000 Kilometer fahren würdest, weil das braucht man ja, um mal auf die Idee zu kommen, zu spielen. Luftdruck, Sturz, Tür und so weiter. Ne? Na klar. Deswegen. Ich meine, wir sind Fraktion Leistung. Ja, ja. Und dann hat man sich erstmal damit so auseinandergesetzt. Ja, ja, ja. Aber wie wichtig und elementar eigentlich der Rest drumherum ist, das ist eigentlich alles. Ne? Aber es macht halt trotzdem schon Spaß. Wir hatten jetzt gerade mal kurz mit Tom eine Runde gefahren. Einmal, was waren das? GT3 RS. Mit Schwutzen hier? Ja, genau. Hätte ich mal Leistung gespürt, ja, Alter. Und das ist dann halt schon lustig, wenn du... So schnell war ich hier, 3S hat keine Leistung. Ne? Ist dann halt schon lustig, wenn du auf der Startziel merkst oder halt auf der Gegengerade merkst, jo, eigentlich, da ist halt so viel Saft, dass du da am Arsch klebst. Oder halt auch, wir können ja noch. Ja. Das sind 1,2 Bar gewesen. Ich wollte gerade sagen, ja, ne? Das wird ja eher hier so... Das ist wirklich, das waren jetzt vielleicht 500 PS und man könnte das ja dann irgendwie nach oben treiben. Ne? Hattest du schon Prüfstand mal aufgeregt? Nee, ne? Erstmal nur fahren. Genau, erstmal nur fahren. Aber eine 600er Messung oder sonst schon? Habe ich schon mal gemacht. Das sind dann so 1,7 Bar oder sowas. Weil ja. das ist halt, okay, das ist dann der Vorteil von diesem Fahrzeug. Wenn das Ding mit, also Gold richtig nur 1,2 zu fahren. Ja. Wenn das Ding aber mit 1,2 dann geil fährt, ist es ja wirklich nur bumm. Genau. 1,7, 2 Sekunden schneller. Genau. Also hier vom Beetzer Berg eigentlich perfekt, so die ich sag mal so die 1 bis 3 gut runterdrosseln. Ja, ja. Gut, 1 braucht man hier nicht. Aber und upper 4 im besten halt noch bei Speed den Druck halt freigeben und dann machst du halt auf den Geraden richtig Metern. Ne? Und dann wird das Roller halt schnell. Also du würdest sagen, war aber Gold richtig von Kompressor auf Turbo zu gehen. Hundertprozentig. Ja, ja. Also es gibt gar keinen, also nicht einen Punkt, wo ich sage, das würde ich bereuen, den Kompressorschritt ausgebaut zu haben. Ne? So, der Nico, da kommt gerade der besagte M4. Der sieht doch einfach geil aus. Sieht doch geil aus, ja. Da müssen wir. Das ist das Ding. Das ist von dem, eigentlich von dem Vater das Auto. Okay. So, den haben sie radikal für unter 7 Minuten Nordschleife aufgebaut. Ja, ich würde sagen, ich wäre gerne noch gefahren mit dem Auto. Geht heute nicht mehr, weil heute ist Feierabend. Danke fürs Zuschauen. Nochmal vielen, vielen Dank an die PS Days für diese Veranstaltung, dass wir hier ein bisschen fahren konnten. Für alle, die jetzt Bock auf Tickets von den PS Days haben, so wie genauso wie letztes Jahr, mein Code PK20 gilt noch.
kauft euch Tickets, kommt vorbei. Ich mache es in die Beschreibung nochmal. Gibt 20% Rabatt, wenn man sparen kann, sollte man sie mitnehmen. Ne? Auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall eine geile Messe. Showstrecke, Party abends am Samstag, Aussteller und. Geile Veranstaltung, vielen, vielen Dank. Nico hatte auch ein bisschen Spaß. Sah nach Spaß aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.